Herzlich willkommen am Gymnasium in Wieselburg. Mein Name ist Sigrid Fritsch und ich leite diese Schule. Ich bin Direktorin des Gymnasiums. Was ist ein Gymnasium? Ein Gymnasium ist eine allgemeinbildende Schule. Das bedeutet, wir unterrichten einen extrem breiten Fächerkanon. Das reicht von Geschichte, Geografie, über Sprachen, Naturwissenschaften bis hin zu den kreativen Fächern. Wir teilen in drei Zweige. Das ist der Zweig, der sich spezialisiert auf Sprachen. Da ist es möglich, über Französisch, Englisch, Italienisch, Russisch alles zu lernen, was ein Schülerherz gern lernen möchte. Über den naturwissenschaftlichen Bereich, der sehr auf technische Studien vorbereitet, bis hin zu den begabten Klassen, die Modellklassen, wo beides im Fokus steht. Wir haben es uns an unserer Schule zur Aufgabe gesetzt, dass wir Begabte fördern, nicht nur sehr begabte Kinder, sondern prinzipiell alle Kinder. Begabungsförderung ist einfach ein Unterrichtsprinzip in allen Regelklassen. Zusätzlich haben wir auch die MOMO, die spezielle im Ostviertler Modellklasse für sehr begabte Kinder, die eben mehr wollen und auch mehr können. Es kommt immer wieder vor, dass bestimmte Klassen im Regelschulwesen ganz viel Vorwissen haben, ganz viel Potenzial auch haben und wir daher Außergewöhnliches machen können, beziehungsweise wirklich auch sehr stärkenfördernden Unterricht gestalten können, so wie es eben mit den Moodboards gemacht wurde. Ein Moodboard ist eine Präsentation, die zeigt, wie die innere Welt eines Kindes beschaffen ist. Was macht mich als Kind, als Jugendlicher reich im Sinne von welche Hobbys, welche Freizeitaktivitäten habe ich? Und bei der Präsentation der Moodboards, da ist ganz viel Mut erforderlich, weil viel Innerliches oder Emotionales und Inneres zum Vorschein kommt. Es ist uns an unserer Schule sehr wichtig, nicht nur kognitive Begabungen zu fördern, sondern auch musische Potenziale, bildnerische Begabungen, künstlerisch kreative Begabungen und sozial-emotionale. Bei uns am Gymnasium Wieselburg ist uns natürlich auch das Deutsch total wichtig, vor allem mir als Deutschlehrer. Und es gibt immer wieder Special Events übers Jahr verteilt und auf die Klassen verteilt. Zum Beispiel haben wir den Vorlesewettbewerb in Klasse 1 und 2, wo wir die besten Vorleserinnen und Vorleser herausfinden mit einer Jury und wo es dann Preise gibt und Applaus und Publikum und das ist immer eine feine Sache. Außerdem geht es dann weiter. In der Oberstufe gibt es die Redewettbewerbe zum Thema klassische Rede, Rhetorik. Das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Auch da gibt es Preise und da gibt es weitere Runden im Land und im Bund. Und das Ganze gipfelt dann natürlich bei der Matura mit der Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeit, wo die Schülerinnen und Schüler dann eine Maturanote bekommen als krönenden Abschluss ihrer Rhetorikausbildung bei unserem Gymnasium. Bei passender Ausbildung und pädagogisch richtigem Einsatz stellt ein Hund eine motivierende Bereicherung für den Unterricht dar. Zusätzlich erhöht sich die Schulzufriedenheit und das Klassenklima wird verbessert. Erfahrungen zeigen, dass in Klassen, in denen ein Schulbesuchshund eingesetzt wird, der Stress gesenkt wird, die Schüler generell ruhiger agieren und das Gefüge sich bessert. Unsere Oberstufenschüler am Gymnasium Wieselburg haben die Möglichkeit, den Schwerpunkt in den Naturwissenschaften zu setzen. Dabei stehen drei Gegenstände im Mittelpunkt. Das ist das naturwissenschaftliche Labor Biologie, das Navi-Labor Chemie und das Navi-Labor Physik. Im Navi-Labor Biologie wird hauptsächlich mikroskopiert. Das ist ganz ein wichtiges Instrument in den Naturwissenschaften. Der Unterricht spielt sich natürlich nicht nur in der Klasse ab. Wir sind sehr viel auch draußen in unserem Schulhof, an unserem wunderschönen Schulteich. Hier haben wir direkt neben dem Schulteich eine Freiluftklasse, wo wir die Wasserorganismen beobachten können und außerdem auch unsere Hochbeete, die wir anpflanzen und die Ernte einfahren. In einer Schule, wo Vielfalt großgeschrieben wird, darf natürlich das sportliche Angebot, das hier sehr, sehr vielfältig ist, nicht fehlen. Was können wir bieten? Zusätzlich zu unserem Regelunterricht Bewegung und Sport gibt es einige unverbindliche Übungen, wo sich die Schülerinnen und Schüler vertiefen können. Leichtathletik, Fußball, Volleyball und Klettern gehören dazu.
Zusätzlich zu unserem sehr vielfältigen Sportangebot gibt es direkt angrenzend noch die Möglichkeit, ein vollwertiges Fußballfeld und Tennisplätze zu benutzen. Als extra Bonus können wir direkt anschließend an unsere Schule das Freibad benutzen. Absolventen, Maturanten unseres Gymnasiums werden nicht für einen speziellen Beruf vorbereitet, das ist also keine berufsbildende Schule, sondern sie haben eine hervorragende Grundlage, eine Basis für Studien in alle Richtungen. Aufgrund dieser vielfältigen Ausbildung hier an unserer Schule stehen zukünftig enorm viele Wege für alle Absolventen des Gymnasiums offen. Wir sind der Überzeugung, Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft und darauf bereiten wir unsere Schüler bestens vor.